Hi und willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon 2 im Salmon Run. Heute spielen wir wieder mal auf der Schiffswrackinsel und das Ganze in einem Random-Raum. Ich habe keine Ahnung, wer diese drei Leute um mich herum sind. Ich weiß es nicht. Jedenfalls versuchen wir heute mit einer Blasterrunde, wie es aussieht, hier zurechtzukommen. Kann es sein, dass jeder hier gerade eine Blasterwaffe hat? Oh mein Gott. Wie sollen wir das denn hier schaffen? Blasterwaffen, ihr wisst es. Ich kann diese Waffen nicht. Gut, dass ich hier diesen Turboblaster habe. Schaut so aus. Jedenfalls schießt diese Waffe schnell um sich herum. Und ich denke mal, damit kann man doch den einen oder anderen Gegner relativ schnell klatschen, bevor sie uns klatschen. Oh Gott, was mache ich hier gerade? Ich wollte die Waffe nicht werfen. Keine Ahnung. Ah! Habe ich überhaupt gerade eben ein Fischei eingesammelt? Nö, habe ich nicht. Obwohl ich hier das meiste gemacht habe. Was ist das für ein Schwein, ey? Alle klauen sie mir die Fischeier. Das sind mir hier die Liebsten, ne? Immer klauen. So. Ja, wie gesagt, ist nach längerer Zeit mal wieder hier eine Salmon Run Geschichte. Und ich bin mal gespannt, ob wir es dann hier schaffen. Ich hatte gerade eben schon mal eine Runde gehabt. Ich habe aber irgendwie vercheckt, das Ganze aufzunehmen. Und naja, jetzt bin ich ein bisschen geübter als vorher. Ich habe aber in der letzten Runde nicht mit dem Turboblaster gespielt. Versprochen. Aber da hinten sind noch Fischeier gewesen. Genau, Fisch. Wer kennt's? Fischeier, ja. Die wilde Form einer Fichte, eines Fichtenbaums. Klar, man kennt es. Los, mal fertig jetzt! Mal fertig für den Boss! Oh Gott. Ach, das ist doch alles dreckig. Ja, gut. Ja, ist okay. Ich hab schon verstanden. Ne? Die Beams 1 Außenseiter. Hey, Robert. Robert! Danke. Rette mich doch mal jetzt. So, jetzt habe ich den nochmal einen Blaster. Und oh mein Gott, ist die Feuerrate im Eimer. Hui. Na gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir trotzdem hin. So. Okay, also ich habe gerade eben schon gesehen, die Sammelstelle für die Fischeier bleibt dort. Finde ich eigentlich ganz gut. Und jetzt kann ich mir hier eigentlich den schnappen. Ja, wunderschön. Ich weiß noch nicht, was die anderen jetzt gerade machen. Haben sie sich das Ei geschnappt? Ja, das Ei, das ist weg. Okay. Entweder wurde es geklaut oder... Ich weiß es nicht. So, gerettet. Sei dankbar, Bruts. Oh Gott. Okay, da hinten geht die Party ab. Ich merke das schon. Da, ah, hör auf. Lassen Sie sich hier in Frieden. So, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt hier schon die ein oder anderen Eier ready. Oder besser gesagt auf Trocken am Start. Nein! Das sind meine Eier! Schwein! Wow! Nein! Was denn? Ich bin da hochgesprungen! Hallo, Hilfe! Helfen Sie mir, please, lol! Deswegen, ich habe jetzt meine ganzen Spezialwaffen verbraucht, ne? Das ist natürlich sehr geil. Was denn? Das schaffen wir nicht. Das ist cool. Sehr gut. Ja, also... Ne, ja. Das ist halt das Ding. Ich habe halt lange vorher in die Discord-Gruppe geschrieben. Hey, Vips, Looter, Salmon Run, Aufnahme, gleich. Na, was soll ich denn sagen? Ne? Sind hier vielleicht einige Abonnenten drin? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne, also, ja, ich habe aber schon mal eine Belohnung eingeheimst. Ja, ich will jetzt hier nichts sagen oder so, aber... Na, wenn man hier mal durch die Freundesliste geht. Hm? Ja, 4 Leute. Keiner von denen hat Bock, irgendwie reinzujoinen, wie es aussieht. Jedenfalls ist der Raum schon etwas länger offen. Keiner von denen hat Bock, deswegen gibt es heute eine Random-Runde. Ja.
fragt man sich, ob man überhaupt, warum man überhaupt noch mit Abonnenten spielt, wenn sie sowieso nicht reinkommen. Aber im Revierkampf, da wollen sie reinkommen. Da wollen sie einen halt dann behindern und töten dann, ne? Um dann halt gut dazustehen. Ne? Da wird man dann gefokust, aber jetzt hier, wo es dann halt darum geht auf Teamwork, da haben sie keinen Bock drauf, ne? Da haben sie keinen Bock drauf. Hauptsache im Revierkampf fokussen und abschießen. Aber dann, wenn es mal um Teamwork geht, nein, warum denn, ne? Warum denn Teamwork machen? Jetzt weiß ich auch, warum ich jede Runde verliere, in denen bei mir Abonnenten drin sind. Ah, also nichts machen. Das ist ein kleiner Spaß am Rande, aber ja. Ich meine, wir sehen, worauf es hinausläuft, ne? Auf dem Discord-Server ankündigen, hey, ne? Salmon Run, ich nehme das gerade auf. Joint doch rein. Und es joint keiner rein. Das ist immer das Beste, würde ich sagen. Obwohl es bestimmt die ein oder anderen Vips gesehen haben, dann denken sich so, nö, kein Bock. Ja, gut. Aber ich bin bestimmt auch kein Bock, das nächste Mal in einem Stream von Splatoon auf alle Freunde zu stellen, ne? Habe ich bestimmt keinen Bock drauf dann. Na gut, jetzt geht's zu dritt gegen die ganzen Gegners. Läuft bei uns. Aber es ist halt echt wirklich eine pure Blaster-Runde. Läuft bei uns. Und dann sind wir nur drei Leute. Wie soll das gehen? Wie sollen wir das schaffen? Ich meine, ich hatte gerade eben schon mit den anderen dreien Probleme. So, der Korb ist da hinten. Da hat er mir zum Glück keinen Korb gegeben. Yeah. Okay, da kommt die Schlange. Ich könnte es auch alleine hinkriegen, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich sag mal trotzdem hier. Jungs! Kommen Sie ran! Da ist die nächste Schlange. Bevor ich jetzt weglaufe, lieber mal. Hallo! Na gut. Ja, los, komm mal ran jetzt! Los nun! Oh Gott, kommen Sie ran! Kommen Sie rein, können Sie rausgucken, hallo! Na gut, ich habe jedenfalls den Hochdruckverunreiniger als Waffe. Ob das brauchbar ist? Ich weiß ja nicht. Komm, ich mache jedenfalls jetzt erstmal das Aufgebot an Fischeien voll, auch wenn es schon längst voll ist, aber okay. Passt schon. Wo ist denn der Tote? Hallo. Du Schwein. Ja, wo ist denn der? Ach, da unten. Ja, komm her. Ist er jetzt runtergefallen oder kommt er noch zu uns? Er kommt zu uns und er ist kaputt und ja und ja und ja. Huh. Okay, ich möchte mal sagen, ich habe wahrscheinlich die meisten gemacht. Ich habe die meisten Eier wahrscheinlich gesammelt. Na gut. Ja, habe ich alles erzählt, ne? Seit längerer Zeit wieder Salmon Run. Ich bin so raus. LOL HD. Wie wollen wir das denn schaffen nun? Aber wir haben wieder eine 6er-Quote. Also ich glaube, wenn man halt eine Person weniger ist, hat man auch... Wenn man in Unterzahl spielt, hat man auch weniger Quote zu erfüllen. Das ist gut. Das ist gut, Bruts. Das ist gut. Wobei, das Fisch... Der Korb ist gar nicht da, sondern da hinten wahrscheinlich. Oh Gott! Ja, cool. Lassen Sie mich in Ruhe nun. Im Alleingang mache ich die hier kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Weg. Das sind meine Eiermäus. Aber ich habe das Gefühl, so wenn wir in unserer Zeit spielen, sind wir irgendwie besser dran, als wenn wir... ...der gleichen Anzahl an Leuten spielen. Oh Gott. Wunderschön, wunderschön. Ah, die Quote ist erfüllt. Da war wir super hier, ja. Mensch. Es ist, glaube ich, auch die erste Salmon-Runde in der neuen Wohnung.
Hype! Bruts! Okay, einfach jetzt nur das Ganze überleben. Das ist dann passt das schon. Wo ist der andere denn? Ja, wo ist der andere? Da hinten. Da! Das ist hier gerade so viel auf dem Bildschirm, ey. Ich krieg das nicht. Ich muss schon auch einen Blick auf die anderen haben. Besser gesagt, wegrennen. Jungs, ey, reicht! Ihr habt doch wohl einen Dachschaden hier. So, letzte Runde. Hoffentlich ist der Korb hier, ey. Okay, es geht zu. Das heißt, wir haben hier dieses kleine Feld. Wunderschön. Und wird es auch sogar dunkler? Ja, es wird dunkler. Sehr schön. Ich glaube, uns erwartet jetzt eine Runde, eine Ode an Mutterschiffen. Oh, 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 ui, ui. Okay. Kriegen wir trotzdem, denke ich mal, ganz gut jetzt geregelt. Also, hi. Geh doch kaputt, Junge! Hauptsache erstmal die ganzen Fischeier sind hier. Oder man kann es auch sowieso machen. Zwei kümmern sich dann hier um die Mutterschiffe und einer kümmert sich um das Fischei. Gedöns. Wobei, ich bin Egoist. Ich will auch welche wegbringen. Was ist denn hier los? Hey, was denn? Nein! Weg! Bist du behindert? Das waren meine Eier. Schwein. Ja, ganz toll. Cool. Wir haben keine Zeit mehr, Mann. Jetzt beeilt euch. Jungs. Nein. Komm, ey, noch. Ja, perfekt. Nein! Ah! Ja, boah, ich war so gut. Ja, ich hab mein Bruder. Was geht hier? Was geht hier? Cool. Ich kann keine Cool mehr machen. Schade. Wunderbär. Super geil! Ich glaube, von diesen 32 Fischeien habe ich, glaube ich, locker 15 Stück oder so gesammelt. Ich bin immer so dreist und übertreibe. Hier. Ja, 18 Stück. Da hat man gesehen, wo der Hammer hängt, ne? Ich habe es euch ja gesagt. Und ich bin kurz vor dem Kleidungsstück. Also, das will ich heute noch mitnehmen. Ja, weiterhin keine Abonnenten, die reinkommen wollen. Dankeschön an die Abonnenten. Danke an die Vips, danke an die Looter, dass die Bock haben reinzukommen. Flo HD! Ja, hi. Und moin. Was geht ab, Boots? Ja. Letzte Runde. Diesmal wieder in der Vierer-Aufstellung, nicht in Unterzahl. Nein. Da haben sie mich hier aber falsch verstanden, Fräuleins. Okay. Das Gute am Blaster ist, er hat halt wirklich Wumms drauf. Der hat halt wirklich Power. Okay. Macht euch bereit. Bruts. Okay. Au. Aua. Ah. Das tut weh. Bist du irgendwie... Willst du mich jetzt auch mal retten oder so? Dann hast du irgendwie einen Schaden? Ich glaube, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden, oder? Hör mal, Minion. Ich glaube beim nächsten Mal, da klatscht es, ne? Okay, er ist tot. Nice HD. Ja, los, wir müssen Conny helfen. Ihr Jacuzzis. Ist der irgendwie... Warum bringt der denn... Hallo, warum bringst du das nicht weg? Hast du einen Schaden oder was? Ich hab das Gefühl, die haben alle irgendwie einen kleinen Dachschaden. Dezent, aber auch nur, ne? Ah!
B. Nein. Gerade noch richtig gestanden. Nein, lass doch. Ich hab doch mich umgedreht. Ey, hallo. Brutz. Dankeschön. So wie ich hier mit der Klecksbombe gerettet habe. Ja, also wenn ich hier nicht irgendwie Muttergefühle kriege, dann weiß ich auch nicht. Ich hab so eine Fürsorge zu meinen Bruts. Zu den unbekannten Bruts. Oh, der Kontrablaster. Sehr schön. Jetzt kann man ein bisschen schneller schießen. Wo ist der Korb? Weiterhin dort. Okay. Wo bleibt denn der Korb? Na, weiterhin dort. Ach. Nein, hör mal auf jetzt hier, Mann. Gehen Sie weg, lol. Danke. Danke, danke. Kennt ihr diese Leute, die statt Danke immer so Danke sagen? Danke, danke, danke. Lass meinen Bruder in Ruhe! Danke. Danke. Jetzt habe ich diesen Hänger, diesen Danke-Hänger. Danke. Und bye. Das ist auch wieder locker geschafft. Wo wir halt gerade nur die ganzen Fischeier einsammeln, kommen halt nur die ganzen Gegner zu uns. Und oh, ist das zum Heulen. So, der hat gesessen. Der hat... Nein, nicht gesessen, weil... Keine Ahnung. Ich habe ihn gerettet, aber ich bin dabei gestorben. Ich bin voll der... Wie sagt man so schön? Libero? Nein. Das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Brut! So, wir kommen gerade so über die Runden, aber hey, das ist okay. Ja, ist in Ordnung. So, ich hoffe, die... Okay, das Wasser... Der Wasserstand scheint sich nicht zu verändern. Wir scheinen auf dem großen Feld zu spielen und der Korb ist immer noch dort. Okay. Ich habe irgendwie Bock auf Salmon Run, wisst ihr, aber es ist halt, weiß ich nicht. Ich nehme das halt viel lieber mit Leuten auf, also mit Abonnenten oder mit... Ah! Lieber mit Abonnenten oder mit Leuten, mit denen man halt reden kann, wisst ihr? Oh, toll, wir haben eine DC bekommen. Deswegen nehme ich das hier nicht so gern mit Randoms auf. Deswegen nehme ich das hier nicht so gern mit Randoms auf, sondern lieber mit Abonnenten oder mit, naja, mit YouTubern, Freunden, mit denen man auch reden kann. Naja, gut, aber ich habe immerhin meine Bewertung gehalten. Also, thanks. Wir haben auch das Kleidungsstück bekommen, das wollte ich sowieso heute erreichen. Wir gehen mal kurz hier raus aus dem Drecksloch. Und hi. Ich meine, ich bin hier auf Freunde gegangen. Ich bin hier auch mit Freunden. Und dann habe ich halt gewartet und es ist halt kein Abonnent gekommen. Ne? Na gut, dann gibt es halt in Zukunft keine Abonnenten-Fights mehr. Ne? Sondern halt nur random Fights oder Fights mit Freunden. Mal gucken. Die Tankwartjacke. Ich bin jetzt ein Tankwart, ey, geil. Thanks, Bruts. Und dementsprechend würde ich sagen, beenden wir jetzt auch den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann ihr wisst, was ihr tun könnt. Ja? Also hi und hall und also bye.